haben. So, Kespena, kannst du mir was? Kespena ist gut, Kespena stolz, dem Großen zu dienen. Ja, zeig mir, was ihr könnt. Ja, Rächerschwert, ja. Flegel. Stirnreif, ja. Ja, Eichenring und Nymphenträne. Ja. Nichts mehr da, wo ich was machen kann. So viel dazu. Aus und vorbei. Ich warte. War schön, euch zu sehen und sowas. Kespena geht jetzt. Macht ein Nickerchen oder sowas. Ja, so Edelsteinsachen. Also ja, wie gesagt, mal gucken. Ich habe, wenn ich richtig sehe, 3 Truhen. Dann wäre ich in der Truhe hier. Nee, nicht auf dem Boden. Die Tasche lassen, das Teil da lassen. Das Ding kann raus. Das und die Nymphenträne. Und wo sind sie denn? Ich bin auch mal in den Rucksack. Die können nämlich da wieder rein. Fragt, wenn es das ist, was ihr wollt. Also ja, da tue ich mal das Zeug rein, wo ich von denke, dass ich's. Für Schmiederezepte brauche. Das hier wird meine Questtasche sozusagen. Und das meine Ausrüstungstasche. Wo ich so Ausrüstungsteile noch drin haben kann. Ja. Und ich muss mir wirklich mal gucken, dass ich mir diese Liste irgendwie zusammen ausdruck. Ja, hätte ich auch. So, nehmen wir die nächste Person. Hier wird hier mal Edelsteine los. Von den Hochkonzentrierten tue ich mal alle raus. Sagen wir alle bis auf 10. 10 kann ich aufheben. Kann ich da nicht einfach eingeben? 24. Gutes. Und da 7. Ne, kann ich nicht, weil es ist schon. Recht voll. So. Schnelligkeitsöl können 6 raus. Von dem Unverwundbarkeitsrang können 7 raus. Und alles andere habe ich nicht so viel, dass ich es wegpacken müsste. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? So. Was hast du eigentlich hier noch drin? Sehr oft schwere Wunden heilen. Das Teil. Die beiden Dinger können eigentlich in meine Questtasche. Questtasche. Minsk, da gib mir mal die Waffe. Kommt hier in die Ausrüstungstasche.
Wir müssen ich bin da, wenn es von Nutzen ist. Bo ist schon hamstermüde. So, was haben wir noch? Der wird verkauft. Ja, Zeug, das verkauft wird. Der Geist ist. Boah, der soll erstmal da rein. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ein Tagebuch habe ich hier, okay. Hier habe ich nur Nutzgegenstände, genau. Okay. Kurzschwert plus 3, nicht unbedingt, aber das Teil können wir aufheben. Der Rest kann, glaube ich, alles verkauft werden. Das, der Helm da, den werde ich mal aufheben. Kurzschwert plus 3, nicht. Achso, hier bin ich wieder bei ihm. Das Teil will ich aufheben. So, Gürtel. Sind eigentlich Gebrauchsgegenstände. Ätherstiefel. Auch mal ein Gebrauchsgegenstand. Das ist ein Flegel. Eisstern, der Waffenkopf dieses Morgensterns scheint aus einem unzerbrechlichen Eisbahnkristall gefähig zu sein. Der Griff ist heiß kalt, der Träger wird von einem angenehmen kühlen Aura umgeben, die sogar vom magischen Feuer schützt. Feuerwiderstand plus 20, nicht unbedingt. Speer plus 3, Ritterrüstung. Die überschüssige Shakti-Statue. Die Bolzen kommen mal hier rein. Wobei, immerhin nimm die Pfeile mal und die Pfeile, dass die wegkommen. Den Rest kann sie mal dann wegpacken. So, der kann noch da rein. Ah, nee, halt, erstmal die da verballern. Und ruhig wieder den Totschläger nehmen. Packen wir das mal da rein. Und die beiden auch erstmal da rein. Dann haben wir hier mehr Platz. Großmeisterrüstung. Da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich auf ganz meine Meinung gelaufen. Mir nicht ein wenig Ruhe wäre angebracht. So. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ich bin mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Das ist alles Zeug, was wir verkaufen wollen. Guter Diener, oh ja. Ich helfe schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. Zauberstäbe, ja, das ist auch noch so eine Sache. Die können wir zu den Tranksachen mal reinpacken, die wir doppelt haben. So, dann kriegt Erin nämlich ein bisschen Platz. Ah ja, den Feuerballstab, den kann sie auch fürs Erste wegpacken. So, dann haben wir etwas mehr Platz hier. Dann muss hier noch Imoen ihr Zeug loswerden. Zeit auf geht klar. So. Fertig. Ja, nun gut. Dann können wir einmal rasten.
Und würden wir denn bitte dahin zurück, wo wir hergekommen sind? So. Führt mich. Ich biete meine Dienste und mein. Was möchtet ihr? Gib auf das Gute. Himmelstropfen. War jetzt so geschnappt mit Magiewiderstand. Eine Gemeinheit einer kleinen Heilung ist leider, dass sie 1W8 heilt. Die mittlere hingegen heilt genau 14, egal was. Die große heilt 17. Und die ganz große, die kritische 27. Also ist nur die kleine ein bisschen kontraproduktiv manchmal. Weil sie ein bisschen launisch sein kann. Erzählt mir mehr davon. Ihr seid nicht stark genug, um diese Tür zu öffnen, aber ja, um eine Falle daran auszulösen. Okay, okay. Ich habe eine Stärke von 25. Es geht mir relativ gut, Yahera. Allerdings bereitet mir die ganze Situation, in der wir uns befinden, Kopfzerbrechen. Also ja, hier, warum auch immer übersprungen wurde, wahrscheinlich bin ich auch so sehr weitergekommen. Keldon, ihr wirkt irgendwie so nachdenklich. Ist alles in Ordnung? Das habe ich mir auch gedacht. Es ist im Moment einfach schwierig, eine Linie in den Sand zu ziehen und zu sagen, okay, wenn wir auf dieser Seite stehen, kämpfen wir für das Gleichgewicht. Und jenseits der Linie befindet sich die Gegenseite. Das Gleichgewicht. Meine Güte, ich wünschte mir, dass das Gleichgewicht die größte unserer Sorgen wäre. Ah, ihr habt also eher mit dem Schwarz-Weiß-Aspekten der ganzen Geschichte eure Probleme. Das ist noch milder ausgedrückt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns Böses bevorsteht. Aber ich habe echte Schwierigkeiten dabei, den guten Weg zu erkennen, der uns darum herumführen könnte. Ich bin nicht sicher, was ich darauf antworten sollte. Wir sollten einfach das Beste draus machen, sobald sich die passende Gelegenheit ergibt. Mehr darf ich im Moment wohl nicht verlangen. Torm möge uns führen, denn wir haben seine Weisheit wahrlich nötig. Und dann sage ich mal noch ein, was hier drin ist. Das ist wieder eine Königsträne. Ich warte auf euren Befehl. Nun gut. Ja, was immer ihr wünscht. Oh, hier ist noch einmal Heiltrank. Heiltränkchen. So, Keldon schleppt das Zeug mit sich rum. Yahira den Trank. Alle anderen sind gut beladen. So, die eine Tür konnte ich öffnen. Am Herz will ich mich nur nicht vergreifen. Ich will erstmal gucken, was hinter dieser Tür ist. Wer ruft Imix den Feuerprinzen? Jemand, der furchtbar wirkt, und zwar schnell. Sehr gut. Natürlich. Für die Gefallenen. Meine
Was? Ja? Namen ist Torben. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Hier mit dem Schwert. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige... Wenn ich der Gruppe... Wirkungslos. Ich lad mal. Ja. Hm, keine große Herausforderung. Na, kommt her. Nun gut. Für die Gefallenen. Ja, was immer ihr wünscht. Hat einer noch nicht? Will einer noch mal? Die Tiefen der Natur ist bereit. Die Tiefen der Natur ist bereit.